Am südlichen Stadtrand Melsungens baut die B. Braun-Melsungen AG eine neue, zweite Stadt der Industrie. In der Fabrik auf der anderen Seite der Bundesstraße will der Weltkonzern Blutwaschgeräte und Infusionspumpen produzieren. Noch ist das Gelände eine Baustelle. In 2 Jahren soll alles fertig sein. Eine Computersimulation macht es möglich, dass wir schon heute einen virtuellen Rundflug über das Gelände und in die Räume unternehmen können. Das Kölner Büro Dr. Schönheit und Partner hat die Melsunger Werksanlage geplant. Über 500 Menschen sollen hier einmal arbeiten. Wenn Sie zur Mittagspause in die Kantine gehen, werden Sie über einen Teich in Richtung Fulda blicken. Am Hang unter dem Verwaltungsbau entsteht ein zweigeschossiges Ausbildungszentrum für die technischen Berufe bei B. Braun. Ab dem Jahr 2011 will der Konzern 40% mehr dieser Nachwuchskräfte einstellen. 317 junge Menschen machen derzeit bei B. Braun in Melsungen eine Lehre. Vom Parkhaus aus gelangt man in ein großes Foyer, von dem aus Wege in alle Werksbereiche führen. Schauen wir einmal hinein. Marktplatz Mensch nennen die Planer diese Begegnungszone. Durch ein verglastes Kuppeldach fällt viel Licht herein. Von hier aus geht es auch in die Produktion, doch da haben wir keinen Zutritt. Aber die Kantine schauen wir uns mal näher an. Sie befindet sich eine Treppe tiefer. Alles ist weitläufig, hell und freundlich. Hier können die Mitarbeiter Energie für die zweite Hälfte des Arbeitstages tanken. Den Teich hinter der Glasfront am Ende des Raumes haben wir vorhin schon gesehen. Die Architektur ist ähnlich markant wie auf dem bestehenden Werksgelände gegenüber. Wenn die neue Fabrik fertig ist, kann der Weltkonzern in Melsungen doppelt so viele Dialysemaschinen und Infusionspumpen herstellen wie heute.